Moin, herzlich willkommen zur Nachmittagsausgabe am 3. Advent von Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.2. Ja, wir sind gerade dabei, Diesel zur Sand- und Kiesproduktion zu bringen. Ich habe mir extra eine neue Zugmaschine gekauft und das Fortuna-Fass. 100.000 Liter. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir da hinten unsere unsere Produktionen versorgt kriegen. Ja, weil da brauchen wir Diesel, um Sand und Kies zu produzieren, um nachher auch Zement zu machen und um das alles auch zur Brücke, zur Brückenbaustelle zu bringen. Und da sind wir jetzt bei, dass wie ich schon sagte, da eben vorbeizubringen. Vielleicht sollte ich nicht ganz so schnell mit 100.000 Liter Diesel hier so die Abbiegung nehmen. Naja, Verkehr ist ja ausgeschaltet. Und dann gucken wir mal. Was liegt ansonsten noch an? Ansonsten liegt noch an Produktionen am Laufen halten. Und, wir müssen unbedingt Sachen hier abholen bei der Molkerei. Die ist voll. Das können wir dann aber, müssen wir nicht gleich verkaufen. Das können wir dann erstmal alles einlagern. Sehen wir mal. Erstmal gucken, wie komme ich nochmal am besten da zum Eierhof. Genau. Was steht da hinten dran? Wenn Sie das lesen können, brauchen Sie keine Brille oder was steht da dran? Solange man deine Milch nicht per E-Mail verschicken kann, werden wir uns wohl die Straße teilen müssen. Naja, so ein Spruch gerichtet an die Autofahrer, die sich belästigt fühlen von den LKWs oder die sich aufregen über LKWs. Ja, ich gehöre da ja auch manchmal zu. Ich möchte nicht mit den Fahrern tauschen, gar keine Frage, möchte nicht deren Job machen müssen. Aber manchmal geht es einem schon auf den Keks. Gerade wenn dann ein LKW, der 80 fährt, von einem LKW überholt wird, der 82 fährt. Und damit die ganze Straße blockiert. Aber hey, ich will hier nicht lästern. Ich will auch keinen Streit anstiften zwischen Autofahrern und LKW-Fahrern. Ganz im Gegenteil, wenn es diese Leute nicht geben würde, die LKW-Fahrer, dann wüsste ich nicht, wie wir vernünftig einkaufen sollen in den Supermärkten und wie man denn zum Beispiel, was weiß ich, seine online bestellten Sachen geliefert bekommt und so weiter und so fort. Naja, wie dem auch sei. Wobei, vielleicht wäre es dann auch ein bisschen alles mehr regionaler. Man würde jetzt nicht unbedingt noch im Januar Erdbeeren aus Spanien essen müssen. Wo fahre ich eigentlich hin? Ich fahre ja zum Eierhof, da will ich doch gar nicht hin. Ich will ja zur Sandproduktion. Mann, bin ich doof. Mann. Vollkommen durcheinander. In Gedanken war ich beim Eierhof. Ich habe im letzten Multiplayer habe ich Sachen zum Eierhof gebracht. Und da muss ich dann wohl mal einmal in die andere Richtung. Thema Regionalität, also
Ich wohne ja auf dem Land tatsächlich, nicht auf dem Bauernhof, aber schon sehr ländlich mit vielen Bauernhöfen in der Nähe. Und ich muss sagen, dass wir schon viele unserer Produkte, die wir kaufen, wirklich von lokalen Erzeugern kaufen. Also ob das jetzt Eier wären direkt vom Eierhof oder Milch direkt von einem Vorzugsmilchhof. Ja, da ist schon vieles möglich. Obst von einem großen Obstbauern. Fleisch von Landschlachtereien. Und jetzt hänge ich hier fest. Großartig. Mann, Mann, Mann. Halt. Nein, ich will kein Radio haben. Mache ich das Radio wieder aus? Wieso funktioniert denn das hier nicht? Ich kann keinen Allrad schalten hier. Das ist sehr ärgerlich. Ich komme hier nicht mehr weg. Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sag, aber ist ja wirklich scheiße. Okay. So, ich bin jetzt hier weg. Nur eben gucken. Ja gut, da komme ich raus. Das kommt davon, wenn man so viel erzählt, ne? Und nicht aufpasst. Aber dass die Dinger auch so robust sind, ne? Also. So. Nichts kaputt gegangen, hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Aber egal. So, dann bringen wir jetzt erstmal hier was zum Sand hin. Wird auch, glaube ich, schon fleißig Sand produziert. Wie viel ist da jetzt schon drin? An Sand. 43.000. So, jetzt wollen wir mal gucken. Es gibt ja Meldungen, dass angeblich das Fass leer läuft, aber die Tanks nicht voll laufen. Na, hier ist das nicht so. So. Jetzt kann hier erstmal schön weiter Sand produziert werden. Geht's jetzt ab zur Diesel? Ach, Diesel zur Kiesproduktion. Dann eben auch vernünftig produzieren können. Ja, läuft auch. Sehr schön. Und wir produzieren ja fleißig weiter. So, was muss hier denn alles hin? Steht da? Kaum lesen. Kies und Sand. Ist klar. So, hier werden die Paletten gespawnt. Auch klar. Papier haben wir schon ein bisschen da. Leerpaletten haben wir noch nicht da. Wasser muss da hin? Oder wie? Na, das könnte ich ja jetzt schon mal machen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer überall da, wo ich Wasser brauche. Ich weigere mich ja so ein bisschen dagegen, dass wir keine Wasseranschlüsse haben. Finde ich etwas sehr, sehr unrealistisch. Und daher
wird jetzt hier ein Wasserschacht platziert. So. Und ich besorge mir jetzt mal vielleicht auch nur so halbwegs optimal da lang zu fahren. Und ich hole uns jetzt mal 100.000 Liter Wasser hier rein. Das kann natürlich alles jetzt ein bisschen dauern. Und dann fülle ich da vorne mal schon mal Wasser auf. Was wir in der Zwischenzeit noch machen können. Wo hatte ich die denn? Da hatte ich die. Ich habe auch letztens Plattform für einen IT-Runner gekauft, diese hier. Nein, will ich nicht kaufen. Ich möchte erst die Farbe ändern. Gelb, kaufen. Ja. Ich habe eine davon schon. Ich will mindestens noch drei dafür haben. Die benutze ich nämlich tatsächlich in der. Ach, das ist ja praktisch, den habe ich da schon hingestellt. Den benutze ich nämlich tatsächlich bei der Obstfarm, bei der Gemüsefarm, um dort meine Paletten aufzupicken. Da stelle ich dann immer so eine Plattform hin. Und hab die dann mit Autoload aktiviert. Und wenn die voll ist, kann ich die da eben wegziehen. Und kann dann schön gemächlich die Paletten davon abholen. Braucht dann nicht immer mit irgendwelchen ungelenken Anhängern hin. Und das funktioniert dann alles nicht. Sondern das ist dann ganz, ganz einfach und entspannt. Ah, das habe ich in einer der letzten Folgen ausprobiert und bin da auf den Geschmack gekommen, muss ich sagen. Und deshalb habe ich gesagt, so jetzt stelle ich das bei allen vier Palettenplätzen hin. Muss mal gucken, ob ich die noch ein bisschen bearbeite. Der Trigger ist mir irgendwie noch nicht so groß genug und eigentlich hätte ich die auch gerne zweilagig. Da muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege, dass ich das selber bearbeiten kann. Ich habe da keine Ahnung von. Ich schaue mir das an und dann werde ich es ja sehen. Ah, hier ruckelt das. Aber das ist, das habe ich selbst beim Fat Action gesehen, dass das bei ihm so ist. Das Einzige, was natürlich nervig ist, dass dieser Autoload-Status nicht sich nicht gemerkt wird. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, also ich habe, wenn ich jetzt so ein Fahrzeug abgekoppelt habe, ich muss erstmal wählen, dass hier Paletten geladen werden. So. Ja, wenn ich jetzt das abgekoppelt habe und ich habe jetzt beende das Spiel und mache ein neues Save Game auf, dann wird sich das leider nicht gemerkt. Also, wenn ich jetzt hier... Nein. Arbeitsmodus an. Alles ist gut. Abkoppeln. Wegfahren, glücklich sein. Ja, schon gar nicht so schlecht, denke ich mal. Gar keine so doofe Idee. Wenn die jetzt dann noch zweistöckig wären, aber dann könnte ich die da wahrscheinlich gar nicht hinfahren. Ich muss jetzt nur mal eben hier hinten an denen ran. Ich muss da eben
sie ein Stück vorziehen. Der ist nämlich jetzt leider auf die Spawnerplätze gerutscht. Jetzt ist okay. Arbeitsmodus ist aktiviert. Dann kann ich wieder abkuppeln. So, er ist voll. Sehr schön. Kann ich nämlich damit jetzt... jetzt mit Diesel verunreinigtes Wasser hier hinbringen. Ich habe noch nie so eine große Containerpalette gesehen, egal. So. Und wir holen jetzt die nächsten. Der Begrenzungsfall ist auch selten dämlich da, ne? Wieso tauchten da oben eigentlich in der Übersicht nicht mein Dingens da auf? Der mit dem Fortuna-Fass. Naja, egal. Den Grubber da hinten müssen wir auch nochmal verkaufen. Habe ich irgendwann mal gekauft, als ich meinte, ich muss unbedingt noch einen Grubber haben. Habe den dann aber nie verwendet. Dieses Prinzip hier gar nicht schlecht. Für den Hakenlift. Also da könnte ich mir auch vorstellen, noch mehr mitzumachen. Ich muss da noch mal gucken, was es da alles für Aufbauten für gibt. So teuer ist das auch alles gar nicht. Und kann ich mir schon vorstellen, dass sich das lohnt. Ja, und ich habe dann nicht vor, das alles immer von der Produktion dann hierher zu bringen direkt, also bis zum Hofladen oder bis zu den Supermärkten, sondern einfach nur da rausholen, abladen und dann nachher mit einem großen Trailer alles aufpicken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mit der Straße hier ist echt gewöhnungsbedürftig. Allein schon wegen der Paletten da hinten. Aber was soll's. So, eben wieder einstellen, dass wir Paletten wollen.
Plan. Oh, Arbeitsmodus ist schon an. Sollte eigentlich gar nicht. Oh, zu dicht dran. Na, dann lassen wir ihn mal so stehen. Weil es jetzt auch doof ist. Dann ist sie da hinten noch eben abholen. So weit vorziehen. So. Was macht er hier? Er ist leer. Wasserstand. Ist 100.000. So bestimmt ein Schaurohr. Ah, halb voll, wa? Machen wir ihn nochmal voll. Kann ja nicht schaden. Kann ja nicht schaden. Oh, fahren wir hier außen rum. So, ich weiß, ich könnte mir auch da irgendwo Wasser rausholen. Aber ganz ehrlich, wir sind hier nicht im Kindergarten. Das finde ich dann doch schon wieder sehr, sehr albern. So, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen restlichen dritten Advent. Ist heute überhaupt noch dritter Advent? Ja, heute ist noch dritter Advent. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich ciao.